Jo Leute, willkommen hier zu einem weiteren Video zum vierten mittlerweile Comtech. Und ja, heute mal ein kleines Commentary über das Thema, das ich mir selbst ausgesucht habe, beziehungsweise also nicht eins von euch genommen habe, sondern wirklich, also ich wollte eigentlich eins von euch nehmen, aber es war gerade so, wir haben jetzt gerade 1.33 Uhr am Morgen und ich saß in meinem Zimmer, habe ein bisschen Fernsehen geguckt, Musik gehört, dies, das. Und ja, da habe ich unter anderem von Bushido ein Lied gehört. Und das ist schon etwas älteres, 4, 5 Jahre oder so ist es alt. Für immer jung, kennen sicherlich noch einige von euch. Und ich habe dabei so ein bisschen nachgedacht. Ich denke ja nicht mehr nach, wenn ich Musik höre, aber das ist halt mehr so ein langsamer Titel und so ein Titel oder beziehungsweise ein Song, über den man nachdenken kann, und habe ich dann auch währenddessen getan. Und ja, mir sind da so einige Themen so in den Kopf gesprungen, sage ich mal, und ich wollte einfach mal darüber reden, und zwar so über die Jugend und über heutzutage Jugendliche und generell Familie, dies, das, alles. Zuallererst, Leute, seid wirklich froh über euer Leben, auch wenn nicht alles immer so perfekt läuft oder so läuft, wie ihr es gerade wollt. Seid wirklich froh über euer Leben und über das, was ihr macht und was ihr habt und was ihr machen könnt. Zuallererst sagt ja bestimmt jeder jetzt, seid froh, dass ihr was zu essen und was zu trinken habt. Davon mal jetzt abgesehen, darüber sollte man auch froh sein, aber man sollte aber auf jeden Fall froh sein über Menschen im Umkreis, die man hat. Da war so eine kleine Stelle in dem Lied, da musste ich wirklich nochmal krass drüber nachdenken. So. Und da hat Bushido gesungen, dass man auch halt froh sein soll, dies, das. Auch über die Mutter und sowas, weil irgendwann ist sie nicht mehr da. Und da habe ich nachgedacht, und es ist ja so. Denkt mal, ihr liebt eure Mutter, ne? Leute, ihr liebt eure Mutter, also hoffe ich mal, sollte man. Ihr liebt eure Mutter und sie ist einfach einer der wichtigsten Menschen in eurem Leben. Aber irgendwann ist sie weg. Irgendwann wird sie ja nicht mehr auf der Welt sein, weil irgendwann stirbt jeder Mensch halt, ne? Ist ja halt so. Und in den gewöhnlichen Fällen ist es halt so, dass die Mutter früher stirbt als das Kind, falls da nichts Tragisches passiert. Einfach, sagen wir immer so, aus Altersschwäche oder sowas, stirbt die dann mit 80, 90, keine Ahnung, ist ja immer unterschiedlich. Und ja, irgendwann ist sie halt weg, Leute. Und dann ist es zu spät, dann könnt ihr nichts mehr mit ihr machen oder so, dann seid ihr traurig, weil eine wichtige Person aus eurem Leben weg ist. Und ja, darüber kann man jetzt eigentlich so einfach reden, aber wenn sie dann wirklich weg ist, Leute, jeder gewöhnliche Mensch würde, keine Ahnung, heulen bis zum geht nicht mehr, traurig sein bis zum geht nicht mehr, ne? Und das ist mir so klar geworden, Leute. Also man sollte wirklich froh sein über Menschen in eurem Leben, auch wenn eure Mutter euch manchmal ärgert oder so. Oder was heißt ärgert? Oder ihr genervt seid von ihr oder generell. Seid trotzdem froh, dass ihr sie habt und genießt den Moment, weil, ja, meine ist halt auch irgendwann, ne, ist ja bei jedem so, und ja, genießt wirklich den Moment, Leute. Das wollte ich euch nur mal in dem kleinen Video hier sagen. Es ist wirklich so, dass viele das nicht wertschätzen oder gar nicht daran denken, und irgendwann ist es dann so. Manchen ist es vielleicht nicht komplett egal, aber manche haben einfach insgesamt keinen guten Draht zu seinen Eltern, beziehungsweise jetzt zu seiner Mutter in dem Beispiel hier. Aber sind dann trotzdem traurig im Nachhinein, dass sie so einen schlechten Draht zu deren Mutter hatten, weil sie einfach eine wichtige Person ist, sie hat euch aufgezogen. Man sollte einfach unendlich dankbar sein, weil ohne sie würde man nicht leben, ne? Und ja, deswegen, ich habe darüber mal nachgedacht, und wirklich, es ist halt so, Alter, irgendwann ist sie weg, ne? Denkt mal einfach mal drüber nach. Eure Mutter würde jetzt, also man sollte nicht über sowas nachdenken, aber nur sich kurz vorstellen. Stellt euch mal vor, eure Mutter wäre jetzt egal wie
auf einmal weg. Ob sie gestorben ist, ob sie keine Ahnung was, sie wäre auf einmal weg und ihr könntet nie wieder mit ihr reden. Ich lasse es 5 Sekunden zum Denken oder zum Nachdenken. Stellt euch das mal ganz kurz vor. Scheiße, ne? Und ja, deswegen, Leute, das ist wirklich was Heftiges und ich finde wirklich, man sollte immer dankbar sein und immer fröhlich sein und auch wenn man das Leben nicht so läuft, wie man sich das vorstellt oder so oder Kleinigkeiten, immer dankbar für alles sein, was man hat und was man so bekommen hat oder was so passiert ist, wie man es wollte, obwohl das nicht alles ist, aber trotzdem seid wirklich, ja, dankbar für sowas und dankt wirklich allem und jedem und ja, auch Freunden oder sowas. Ne, Freunde sind natürlich auch sehr wichtig, aber ich finde jetzt, die Mutter hat schon so einen, so einen höheren Wert, sag ich mal, weil ist einfach die Mutter und wäre sie weg, würde meine jetzt einfach so weg sein, ohne Witz, könnte ich nicht aushalten. Vorhin habe ich so gar nicht dran gedacht, Leute, ne, ich habe so, keine Ahnung, meine Mutter war in meinem Zimmer zum Beispiel ganz normal. Jetzt schlafen die halt, wir haben 1.30 Uhr morgens und ich überlege das so, wäre sie jetzt weg, ja, wäre schon scheiße und deswegen wollte ich einfach mal ein bisschen darüber reden, weil ich sonst irgendwie nie so darüber reden kann, aber in Videos geht das natürlich oft und ja, ja, ich habe so eine geile Community, da bin ich auch dankbar für, ihr schreibt fleißig Kommentare und so weiter und ich bin auch dankbar dafür, dass es so ist, wie es ist und ja. Genau das gleiche ist natürlich auch beim Vater. Also ich habe jetzt Mutter nur als Beispiel genannt. Der Vater hat vor allem zu Jungs jetzt, denke ich mal, die meisten von euch werden Jungs sein, eine engere Beziehung, sage ich mal. Zu mir, bei mir zum Beispiel ist es so mit dem Fußball. Mein Vater unterstützt mich, wo er kann. Er kommt zu jedem meiner Spiele, guckt meine Spiele so oft er kann und immer, wenn er kann. Und ja, Alter, ne, hört sich an, voll am Heulen oder so, ne, aber keine Ahnung, ist ernsthaft so, denkt mal wirklich darüber nach, ich meine das jetzt nicht so aus Flachs oder so, keine Ahnung, er ist einfach so und ja, der Vater vor allem hat auch eine Vorbildfunktion, er hat euch aufgezogen, er hat euch oder macht euch zu Männern, sage ich mal, oder zu dem, was ihr sein müsst später und ja, da müsst ihr auch daran glauben und daran denken, wie es weitergeht und ja, keinen Scheiß in der Jugend machen vor allem, weil, na, ist nicht so schön. Man sollte wirklich, irgendwann später, wenn man älter ist, denkt man an die Jugend und dann denkt man so, oh, das waren geile Zeiten, jetzt geht das leider nicht mehr. Ich habe Stress mit der Arbeit, Stress mit meinem Chef, dies, das, überall Stress, sag ich mal so. Und ja, deswegen, irgendwann denkt man sich zurück und deswegen auch das Lied, das ich dass das ganze Video hier entstanden ist, für immer jung, ein Leben lang, für immer jung und ja, das geht halt weiter, du musst dich an die schöne Zeit erinnern, denn nichts ist für immer und ja, deswegen einfach mal ein bisschen drüber nachdenken nach dem Video oder jetzt während des Videos auch und ja, weil ich denke mal, die Jugend heutzutage, ich meine jetzt nicht alle oder so, aber viele sind wirklich, gehen ihren eigenen Weg, wollen keine Hilfe von den Eltern, obwohl die Eltern wirklich wichtig sind, egal was für eine Kultur man hat, egal was für ein Mensch man ist, die Eltern sind die wichtigsten Personen, die ein Mensch eigentlich haben kann und ja, deswegen wollte ich auch euch auch einfach mal zum Nachdenken bringen, ich hoffe, ich habe das getan und ja, habe da extra nochmal um 1 bis 2 Uhr nachts jetzt nochmal ein Video aufgenommen für euch. Und ja, weil wenn man mitten in dieser nachdenklichen Situation ist, dann kann man auch besser drüber sprechen, finde ich. Da kommen auch die ganzen Emotionen so besser rüber. Und ja, was soll ich noch großartig sagen, außer ich hoffe, ich konnte euch zum Nachdenken bringen, ne? Schreibt mal irgendwas dazu in die Kommentare, gebt einen Daumen nach oben, falls euch gefallen hat, wie immer, und checkt die Links in der Beschreibung. Was soll ich noch großartig sagen? Es ist einfach so, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, das, was ich gesagt habe oder so, das stimmt auf jeden Fall, und
Liebt eure Mutter immer, egal was passiert, egal was los ist. Ihr müsst immer eure Mutter lieben und euren Vater natürlich auch und jeden Menschen, der euch wichtig ist. Und damit verabschiede ich mich für dieses Video und wir sehen uns morgen beim nächsten Video wieder. Haut rein, Leute, und bis morgen. Ciao.